Frau Navidi, jetzt mit Thanksgiving beginnt hier mal wieder das Weihnachtsgeschäft in den USA. Wie spendabel erwarten Sie denn die Amerikaner? Vermutlich relativ spendabel, denn sie haben mehr verfügbares Einkommen zur Verfügung, die Löhne sind gestiegen, der Ölpreis ist niedrig, dadurch haben sie extra Geld in der Tasche, die Hypothekenzinsen sind auch weiter niedrig, also viele positive Einflüsse. Es hieß ja früher immer mal, dass Amerika vor allem von der Inlandsnachfrage, also vom Konsum abhängt. Manchmal redet man davon, etwa 3/4 der amerikanischen Wirtschaft hängen davon ab. Ist das immer noch so? Ja, in der Krise ist das stark zurückgegangen, aber mittlerweile hat sich das sehr erholt. Dieses Jahr war der Konsum zwar einigermaßen durchwachsen, aber wir gehen davon aus, dass der stark nachholen wird im 4. Quartal und dass da wieder einiges wettgemacht wird. Nun ist es ja so, dass es in den Vereinigten Staaten überall auf der Welt, aber in Amerika besonders, es sehr starke Probleme bei der Verteilung gibt. Wer hat und wer nichts hat. Macht sich das in irgendeiner Form jetzt auch beim Weihnachtsgeschäft bemerkbar? Ja, die Wohlstandsschere hat einen großen Einfluss darauf, denn weniger Reiche geben weniger Geld aus als eine breite Mittelschicht. Aber wir sehen eine erfreuliche Entwicklung. In den letzten 6 Monaten sind auch die Löhne von Niedrigverdienern angestiegen. Das heißt, auch sie werden hoffentlich zum Konsum mehr beitragen hier. Jetzt sagen Sie grundsätzlich, die Amerikaner werden wahrscheinlich mehr ausgeben zu Weihnachten. Wird denn auch der Einzelhandel entsprechend davon profitieren? Das wird sehr schwierig werden, denn hier herrscht ein unglaublicher Preiskampf, unglaubliche Sonderangebote, wie man das in Deutschland überhaupt nicht kennt. Man kann sich das kaum vorstellen, zu 70% und mehr werden einem die Sachen praktisch hinterhergeworfen. Und das heißt, obwohl die Verkaufszahlen wahrscheinlich sehr positiv aussehen werden, wird der Einzelhändler davon relativ wenig haben. Und es ist auch ein bisschen eine Abwärtsspirale. Die schwächsten Einzelhändler müssen die größten Preisnachlässe geben. Der Margendruck, das ist etwas, was wir in den letzten Tagen immer wieder gehört haben. Abschließend vielleicht noch, Sie kennen einige einflussreiche und auch wohlhabende Leute in Washington, in New York. Ja, was kaufen die denn so ein zu Weihnachten? Auch Socken und Krawatten oder wie geben die ihr Geld aus? Nein, ich würde sagen, sie legen Wert auf Einzelstücke, auf Sonderanfertigungen. Und natürlich, wenn man Geld hat, dann ist das Immaterielle hat einen größeren Wert, also dass man sich mehr Gedanken und Mühe macht. Und der größte Luxus ist wahrscheinlich, dass man sich diesem Konsumzwang nicht unterwerfen muss. Haben Sie spezielle Weihnachtswünsche? Nein, nur Zeit mit meiner Familie. Vielen Dank für das Gespräch.